Ja, ich sage noch mal ganz kurz was. DKF, wir sind im Kuratorium Deutsche Altershilfe, ein Projekt. Uns gibt es seit 2019 und wir werden finanziert als Zuwendungsprojekt vom Bundesministerium für Gesundheit. Wir sitzen hier in Berlin und waren ja auch schon bei einigen Praxisdialogen tatsächlich dabei und haben einige mitgestaltet. Dann würde ich direkt auf die erste Folie nur ganz kurz zur Vorstellung, auf die nächste, genau, in welchen Themenfeldern wir uns bewegen in unseren Teilbereichen. Also uns geht es einerseits um die Vermittlung von internationalen Pflegefachpersonen, dass sie möglichst fair gestaltet wird. Es geht um das Thema Integration, Integrationsmanagement in den Betrieben und um das Thema Anerkennung, was ja heute Thema des Tages ist, sozusagen, oder des Nachmittages. Ja, wie soll das gelingen oder was verstehen wir darunter? Was tun wir genau? Also im Themenfeld Vermittlung, das ist unten, wenn Sie dieses Rad sich anschauen, der rote Teil sozusagen, wurde bei uns im DKF ein Gütesiegel entwickelt. Im Mittelpunkt dieses Gütesiegels steht der Schutz der Pflegefachpersonen, die international angeworben werden, Schutz der Pflegefachpersonen während dieses Anwerbeprozesses. Und das ist ein Gütesiegel, um das sich vor allem Personal Service Agenturen bewerben, also Agenturen, die in diesem Vermittlungsprozess tätig sind, aber auch selbstanwerbende Unternehmen oder Einrichtungen. Und das Gütesiegel wird verliehen als Gütezeichen Faire Anwerbung Pflege Deutschland. Sie sehen auch in einem Rad nochmal den Hinweis auf die Homepage. Dort können Sie sich informieren, welche Agenturen beispielsweise auch schon das Siegel erhalten haben. Das war auch als Orientierung für Arbeitgeber, die anwerben oder sich damit beschäftigen mit dem Thema. Genau, dann haben wir das Thema betriebliche Integration, Integrationsmanagement. Hier geht es um die Förderung von einer Willkommenskultur und um integrationsfördernde Maßnahmen im weitesten Sinne. Auch hier haben wir als DKF verschiedene Angebote, die sich in erster Linie an Arbeitgeber, an Einrichtungen wenden. Es gibt hier ein Online-Angebot, viele von Ihnen kennen das sicher, den Werkzeugkoffer Willkommenskultur und Integration. Das ist ein frei zugängliches Angebot mit vielen Beispielen, vielen Themenfeldern, Best-Practice-Beispielen. Dann bieten wir auch im Rahmen unserer Kapazitäten auch Beratung an zum Thema, wie erstelle ich beispielsweise ein betriebliches Integrationsmanagementkonzept. Wir bieten immer wieder Online- und Präsenzworkshops und Veranstaltungen an und Vernetzungstreffen in diesem Themenfeld. Genau, und jetzt komme ich auch schon zu unserem heutigen Thema, Anerkennungsprozess, Anerkennungsprozesse gestalten. Meine Kollegin Julia Schmidt, die heute auch hier ist, und ich beschäftigen uns im DKF vor allem mit dem Thema Anpassungslehrgang in der Pflege. Wir sind hier in der Pilotphase an drei Standorten. Und begleiten diese Standorte, sind aber auch insgesamt mit dem Thema der Anerkennung und Anerkennungsverfahren im Austausch mit verschiedenen Akteuren und sind dort in diesem Themenfeld der Anerkennung und Anerkennungsverfahren unterwegs. Genau, und dazu möchte ich jetzt noch mal kurz etwas einführend sagen, bevor ich dann an die Kolleginnen aus dem UKE übergebe. Genau, Anerkennungsprozess gestalten, Thema von heute. Wie können Sie als Kolleginnen, als Unternehmen, als Verantwortliche in Unternehmen oder auch in Pflegeschulen, ich habe gesehen, auch einige aus Pflegeschulen haben sich heute angemeldet, wie können Sie Anerkennungsprozesse gestalten und warum finden wir das im Rahmen der internationalen Anwerbung auch so wichtig? Sie haben hier diese Folie, sehen hier auf dieser Folie die verschiedenen Stakeholder und Akteure im Anerkennungsprozess. Wir haben die zuständigen Stellen, die für Anerkennung sozusagen zuständigen Stellen in den einzelnen Bundesländern, die angesichts der Menge an Anträgen aus Drittstaaten immer wieder natürlich auch über Überlastung klagen. Die Verfahren, das wissen Sie, wenn Sie sich mit Anerkennung schon beschäftigt haben, dauern zum Teil sehr lange. Wir haben Einrichtungen bzw. ArbeitgeberInnen, die selber auch beklagen, dass die Verfahren lange sind, kompliziert sind, lange dauern. Es lange dauert, bis die angeworbenen Pflegefachpersonen hier in Deutschland auch als Pflegefachkräfte eingesetzt werden können, in ihren Unternehmen, dort, wo sie ja so dringend gebraucht werden.
Wir würden immer die These vertreten, dass die Unterstützung, die Sie als Unternehmen für eine angeworbene Pflegefachperson im Anerkennungsprozess auch zukommen lassen, dass das auch ein Teil der Willkommenskultur bereits ist, dass ein wichtiger Baustein ist auch für eine nachhaltige Anwerbung und auch für eine nachhaltige betriebliche und fachliche Integration. Beispielsweise, das wird später sicher auch nochmal Thema sein, bei der Entscheidung, ob die angeworbene Fachperson einen Anpassungslehrgang oder eine Kenntnisprüfung machen wird, im Anerkennungsprozess, um die Unterschiede auszugleichen. Dort können Sie unterstützen. Die Entscheidung liegt bei der Pflegefachperson. Es gibt hier die Wahlfreiheit und Sie können auch im Vorfeld schon während der Anwerbung unterstützen, um beispielsweise über die Vor- und Nachteile von Kenntnisprüfungen, Anpassungslehrgang aufzuklären oder auch transparent zu machen, was Sie als Unternehmen anbieten, mit welchen Bildungsträgern Sie zusammenarbeiten, wie der Prozess einfach bei Ihnen auch im Unternehmen läuft. Das wäre so ein ganz konkretes Beispiel. Wichtig ist auch eben, wenn Sie sich für internationale Anwerbung sozusagen entscheiden, welche Ausgleichsmaßnahme wird getroffen, wird angeboten, mit welchem Bildungsträger wollen Sie zusammenarbeiten, was möchten Sie selber anbieten. Also hier frühzeitig auch in Absprachen zu gehen, sich frühzeitig zu informieren, vielleicht auch schon frühzeitig Kontakt aufzunehmen mit den zuständigen Stellen für Ihr Bundesland. Ja, und im Mittelpunkt sehen Sie hier die international ausgebildete Pflegefachperson, um die es hier natürlich auch zentral gehen soll. Für Sie selbst auch ist der Prozess der Anerkennung langwierig womöglich. Vor allem ist es ja so, dass Sie in dieser Zeit noch nicht qualifikationsadäquat als Fachkraft arbeiten können und auch dementsprechend noch kein qualifikationsadäquates Gehalt hier erhalten. Sie selbst haben die Möglichkeit, hier zu unterstützen und den Anerkennungsprozess auch wertschätzend zu gestalten. Indem Sie zum Beispiel, das hatte ich gerade gesagt, schon früh Kontakt aufnehmen mit neuen Mitarbeitenden, Sie informieren über den Anerkennungsprozess. Und in dem Zusammenhang ist uns besonders wichtig, einfach aufgrund der Erfahrungen, die wir immer wieder gemacht haben, in Gesprächen, im Austausch mit Arbeitgebenden, das Thema Sprache. Also wir würden immer dazu raten oder dafür plädieren, Konzepte anzubieten, auch didaktische Konzepte beispielsweise im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen, die Fach- und Sprachlernen verzahnen, beispielsweise Teamteaching, darauf kommen wir gleich nochmal. Es gibt aber auch beispielsweise Fortbildung für Praxisanleitende zum Thema sprachsensible Praxisanleitung. Also uns ist es ein großes Anliegen, wirklich Sprache immer im Anerkennungsprozess mitzudenken, ganz konkret und praktisch. Jetzt würde ich auch schon zu meiner letzten Folie kommen. Inga Pflege. Inga Pflege ist ein Anpassungslehrgang, der eben auch vom BMG, vom Bundesministerium für Gesundheit, in Auftrag gegeben wurde, wurde entwickelt an der HTW Saar. Und der hat eben genau zum Ziel, den Anerkennungsprozess ja auch ein Stück weit wertschätzend für alle Beteiligten zu gestalten. Also Sie sehen hier auf dieser Folie, auf einen Blick sozusagen, was ist das Besondere an Inga Pflege jetzt als Anpassungslehrgang, der eben jetzt im Moment an drei Standorten, das hatte ich gesagt, pilotiert wird. Es ist ein Anpassungslehrgang, der den Fokus ganz stark auf die angeleitete Praxis lenkt. Also viel angeleitete Praxis ist vorgesehen. Es ist ein Anpassungslehrgang, der auf verschiedenen Ebenen ein ganz intensives sprachliches Training auch beinhaltet, also eine berufliche Sprachförderung. Beispielsweise während des theoretisch-praktischen Unterrichts sind Sprach- und Fachlehrkräfte zusammen vor der Klasse, bereiten zusammen den Unterricht vor und nach. Das ist das Teamteaching, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Möglich ist mit diesem intensiven Sprachtraining eben auch ein Einstieg mit dem Sprachniveau B1. Im Gegensatz zu anderen teilweise Vorbereitungskurse auf Kenntnisprüfung, Anpassungslehrgängen, wo teilweise B2 ja auch erforderlich ist, würden wir hier eben sagen, dass auf B1 auch ein Einstieg möglich ist. Oder wir versuchen es, wir erproben es im Moment. Wir haben auch bald die Evaluationsergebnisse vorliegen. Während Inga Pflege ist es eben möglich, sich auch auf die erforderliche Sprachprüfung dann vorzubereiten. Also im Beispiel Hamburg, das ist die Fachsprachprüfung, die hier ja verlangt wird, oder der Übergang auf die Fachsprachprüfung oder eben die Vorbereitung, die Sprachprüfung B2. Auch das ist Teil von Inga Pflege. Dann haben wir im Curriculum eine Kompetenzorientierung. Also es gibt sozusagen die Orientierung auf das neue Berufsbild in diesem Anpassungslehrgang.
Der Lehrgang ist modular aufgebaut und ist jetzt eben sozusagen in der ersten Runde für die Philippinen, also für philippinische Pflegefachpersonen, erprobt worden und wird jetzt auch geöffnet für verschiedene Herkunftsländer. Und klar, es ist ein Anpassungslehrgang, das heißt, wir brauchen immer das Okay und die Abstimmung mit der zuständigen Stelle in dem jeweiligen Bundesland. Also auch die Länder und die zuständigen Stellen sind sozusagen informiert und Teil des Anpassungslehrgangs insofern, dass sie dem zustimmen und auch Interesse haben an so einem Pilotprojekt. Das ist es schon von meiner Seite. Unsere Impulse, die wir von Seiten DKF zum Thema Anerkennungsprozess, Anpassungslehrgang in der Pflege geben wollen. Ich freue mich auf die Beiträge aus Hamburg und würde direkt ans UKE übergeben. Hier sehen Sie nochmal unsere Kontaktdaten. Gerne bei Fragen immer melden. Danke. Genau, ich würde direkt an Leandra oder ich weiß nicht, wer als nächstes vom UKE oder Frau Stuschka und Frau Prütz. Ja, okay, dann würde Genau. ich direkt jetzt an Sie übergeben. Andere, wolltest du übernehmen oder sollen Katja und ich weitermachen? Nee, genau, ihr beide fangt an, dann komme Okay, ich und alles dann kommt klar. Marc. Super. Ach so, Ach, danke. sorry, alles gut. War auch kurz. Macht ja nichts. Dann teile ich mal die Präsentation. Sieht super aus. Wir sehen Ja. Sie, Frau Prütz, nur noch nicht im Vollbildmodus. Sehen Sie das jetzt schön? Jetzt. Jetzt Mein muss ich Bildschirm mal. reagiert hier gerade zeitverzögert, deswegen hinke ich so ein bisschen hinterher. Entschuldigen Sie. Sehr gut. Kein Problem. Wir sehen jetzt nur Man die sieht immer schon die nächste Folie, Vorschau, genau. was jetzt die Anwender Präsentation. Es ist sonst aber eigentlich auch nicht so tragisch, wenn es Ja, so aber geht. deswegen sage ich, mein Bildschirm reagiert hier gerade so verzögert. Ja. Sonst leben wir damit. Ist nicht so schlimm. Es Man gibt kann sich auch eine. irgendwo ein kleines Häkchen, wo man das abändern kann. Ich finde es gerade nicht. Weiß es jemand zufällig aus dem Auditorium, damit ich nicht so lange alleine suchen muss? Gut, dann Ich lasse ich weiß es auch jetzt so. nicht, in welchem Präsentationsmodus sind Sie denn? Ich bin im ganz klassischen Präsentationsmodus. Ich gehe mal nochmal zurück und wahrscheinlich kann ich bei der Einstellung was ändern. Weil wenn Sie, also im Moment sind Sie im Referentenmodus Genau. und Sie müssten einfach nur in den, ich sag mal, in den normalen, Wenn Sie da das wenn Sie Häkchen von halt Beginn ändern. anklicken, Genau. müsste das klappen. Nee. Deswegen, das war genau das Thema. Das ist es Wie? nämlich nicht. Aber jetzt hat Entschuldigung, Frau müssen wir es Prütz ihre jetzt so Zeit lassen? verloren. Das ist egal. Ja, dann Hier leben hinten in wir der damit. Mitte Ist nicht steht schlimm. Anzeigeeinstellungen. Vielleicht da mal raufklicken. Jetzt auf dem Bildschirm, Antje. Unter unseren. Ich habe drei Bildschirme offen. Das Oh, ist total Entschuldigung. schwierig, das einmal zu sortieren. Deswegen hätten wir das vorher checken können. Aber das Wir tut mir leid. leben einfach jetzt Ganz damit. Wir genau. Ich können es glaube nicht, gut dass die hier Welt davon abstellen. untergeht. Herzlichen Dank für das Verständnis. Sehr gut. Also unser Thema war ja, dass wir über den Anerkennungsprozess bei internationaler Anwerbung sprechen wollten. Und Sie haben ja mit uns aus dem UKE hier einmal sozusagen einen Großteil der Bereiche, die das Thema im UKE bearbeiten. Und wir wollen einmal vorwegschicken, dass wir tatsächlich in allen Ländern dieser Welt rekrutieren. Ich habe gerade richtig struggled hier, weil nichts geht. Sehen Sie das jetzt richtig? Ja, wir sehen jetzt die zweite Folie. Sehr gut, vielen Dank. Also wir rekrutieren in allen Ländern oder auf fast allen Kontinenten dieser Welt und haben Ihnen hier mal beispielhaft sozusagen unsere Fokusländer mitgebracht. Und die, die wir rot markiert haben, sind die Länder, in denen wir im Moment am meisten rekrutieren.
Und wir haben ja gerade schon gehört, heute soll es ja halt eben auch um den Anerkennungsprozess gehen, um das Thema Inga werden wir ausführlich sprechen. Und da ist das Thema Philippinen natürlich ganz vorn. Wir haben in 2017 angefangen, im UKE internationale Pflegende zu rekrutieren. Und nach wie vor ist es eins unserer Hauptrekrutierungsländer. Aber Indien, die Türkei und auch Brasilien haben stark nachgezogen. Und wir haben einmal hier noch, um so einen Blick nach vorne zu schauen, auch mitgebracht, dass das Thema Südafrika gerade was ist, was halt eben stark wächst. Und alle, die internationale Pflegende rekrutieren, kennen die Dynamik des Marktes. Die Dynamik ist sehr, sehr groß. Das ist interessant, aber macht auch manchmal Schwierigkeiten. Aber wir beobachten gerade, dass nach den anderen Fokusländern der letzten Jahre jetzt gerade Südafrika am Wachsen ist. Im UKE an sich sind wir inzwischen sehr breit aufgestellt. Wir Hamburger sagen ja gerne, dass wir das Tor zur Welt sind. Und ich persönlich finde, dass sich das im UKE immer abbildet. Im UKE arbeiten mehr als 15.000 Mitarbeitende. Und ich habe noch keinen direkten Auszug gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass wir wirklich aus vielen Ländern dieser Welt Menschen hier am UKE haben, nicht nur im pflegerischen Setting, sondern halt eben in allen beruflichen Settings. Aber in der Pflege bildet sich das besonders ab, zum einen eben über die APQ-Teilnehmenden, aber auch, wie hier bei Giovanna zu sehen, aus Brasilien haben wir ja auch am UKE die Einstiegsqualifizierung etabliert, nur mal für Sie halt eben als Beispiel mit einem kleinen Einblick. Grundsätzlich sind wir im UKE so aufgestellt, dass das Thema International Recruiting angesiedelt ist, direkt in der Direktion für Patienten- und Pflegemanagement, und zwar als Stabsbereich bei der Personalgewinnung und Bindung. Und Katja Stuschka und ich bilden dort halt eben das Team als Lead. Und vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, Katja, dass du vielleicht ganz kurz was zu dir sagst und dann mache ich bei mir weiter. Ja, ich bin seit 24 Jahren im Pflegeberuf und davon 20 Jahre am UKE. War viele Jahre im Intensivbereich und in der Notaufnahme tätig als Pflegekraft in der direkten Patientenversorgung, habe dann nochmal Pflegemanagement studiert. Und ja, war dann noch ein paar Jahre tätig als pflegerische Zentrumsleitung und die letzten 2 Jahre arbeite ich in diesem Bereich mit und ich muss sagen, es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Also es ist etwas, wo ich richtig mit Feuer und Flamme dabei bin und sehr glücklich über die Entscheidung, in diesem, ja, einfach bei diesem Thema erfolgreich mitwirken zu dürfen. Genau. Ja, Katja und ich sind einfach die perfekte Besetzung sozusagen für dieses Thema, weil genau wie Katja Stuschka komme ich auch aus dem pflegerischen Setting. Ich arbeite inzwischen seit mehr als 30 Jahren im pflegerischen Bereich, viele Jahre in der Dialyse, bin ausgebildete Funktionspflegefachperson für den Bereich Nephrologie und Dialyse. Wir beide bringen unglaublich viel Führungserfahrung mit, was uns sehr, sehr hilft in der Arbeit in diesem Projekt. Und aber eben auch als Expertinnen für das Thema Gesundheitsökonomie, aber halt auch Gesundheitsmanagement, sind wir da einfach gut aufgestellt in Bezug auf dieses Thema Rekrutierung von internationalen Pflegenden. Wir haben Ihnen mal einmal nur ein bisschen noch mal zum Drübergucken eine Folie mitgebracht. Der Rekrutierungsprozess dann im Übergang zum Integrationsprozess, der ist ja ein sehr breit aufgestellter. Und seit 2017 rekrutieren wir im UKE und wir für uns glauben, dass wir diesen Rekrutierungsprozess inzwischen wirklich gut verinnerlicht haben. Wir haben gerade in den letzten Jahren dort nochmal sehr viel Energie reingelegt, um unsere Prozesse besser aufzusetzen, zu gucken, wo hakt es, wo brauchen wir Unterstützung, wo müssen wir auch Unterstützung aus anderen Bereichen noch zusätzlich einfordern. Was aber für uns ja heute ein wichtiges Thema ist, ist dann halt eben das Thema Anerkennungsprozess. Und ja, natürlich fängt er halt eben auch schon ein Stück weit vorher an, aber im Fokus sind wir natürlich halt eben hier angesiedelt, eben in den Themen, die dann stattfinden nach der Einreise. Und an der Stelle würde ich gerne sagen wollen, dass wir große Fans des INGA-Konzeptes sind. Wir beobachten das ja inzwischen seit 2 Jahren. Durch Corona sind wir groß geworden in dieser Arbeit mit
extremen Herausforderungen, was das sprachliche Niveau betrifft. Ja, wir wissen alle aus vielen wissenschaftlichen Arbeiten, dass das Sprachvermögen eine der wichtigsten Determinanten im Anerkennungsprozess ist, im Integrationsprozess. Und das ist einfach ein Thema, was uns wahnsinnig begleitet. Corona hat das sehr, sehr schwer gemacht. Auch bis heute noch die Auswirkungen zu sortieren, sind Sprachdefizite dort verankert, weil wir eine Umstellung hatten im Lernverhalten oder hatten wir schon vorher Probleme, weil wir einfach zu spät haben einreisen lassen. Und da sind wir jetzt ja auf einem Weg mit Inga nochmal zu gucken, wie kann man das anders gestalten. Und ich persönlich will an der Stelle sehr deutlich machen, dass ich ein großer Fan davon bin, Menschen zu einem früheren Zeitpunkt einreisen zu lassen, um die Sprache dann hier bei uns im UKE weiterzulernen. Da wird Leandra Balke nachher später noch was dazu sagen. Grundsätzlich ist das, und das sehen Sie hier halt eben an diesem Prozessablauf, ist das ganze Thema Anerkennungsprozess eben nichts, was ausschließlich bei Katja Stuschka und mir im Büro angesiedelt ist. Ich sage immer, wir rekrutieren, aber die Hauptarbeit, die findet woanders statt, nämlich in den Bereichen in der Akademie für Bildung und Karriere mit der APQ, aber dann eben tagtäglich auf den Stationen, da wird Herr Henk nachher nochmal was dazu sagen, sodass einfach der ganze Prozess ein sehr umfangreicher ist, der gut gesteuert werden muss, und das ist eben die Aufgabe von Katja Stuschka und mir. Aber an dem Prozess sind wahnsinnig viele Menschen beteiligt, umso wichtiger sind halt eben die Themen, die Einzelthemen, also wo es halt eben gilt, sich auseinanderzusetzen. Wenn Sie da halt eben nochmal nachher vertiefende Fragen haben zu dem Prozess in den einzelnen Schritten, können wir nachher ja nochmal vertiefende Fragen bearbeiten. Ein ganz wichtiger Punkt, den Katja Stuschka und ich mit Ihnen teilen wollen, und da gebe ich mal rüber zu Katja gleich. Wir haben im letzten Jahr eine ganz wichtige Erfahrung gemacht in unserer Arbeit. Und vielleicht magst du da ein bisschen was davon erzählen, Katja. Ja, wir haben tatsächlich die Möglichkeit gehabt, zwei unserer Herkunftsländer zu bereisen. Zuerst waren wir auf den Philippinen und das war für uns beide unwahrscheinlich beeindruckend zu sehen, wie die Menschen dort vor Ort leben. Einfach auch ihre, ja, so ein bisschen mehr zu erfahren, einfach zu der Kultur, wie wichtig auch die Familien sind vor Ort, natürlich auch unsere Partneragenturen kennenzulernen. Also die Personen, mit denen wir ja sonst nicht direkt kommunizieren, die aber einen großen Anteil haben an dem gesamten Geschehen in Richtung Dokumentenmanagement, also auch Zuarbeit, dass das Ganze nachher auch erfolgreich wird. Wir hatten die Chance gehabt, ein Krankenhaus uns anzusehen, ein Pflegecollege zu besuchen, mit Pflegekräften zu sprechen und auch zu sehen, wie stolz auch die philippinischen Pflegekräfte im Krankenhaus waren, uns ihr Haus zeigen zu dürfen. Und natürlich wir auch die Sorge hatten, Mensch, wir kommen hier als großes deutsches Unternehmen an. Wie wirkt denn das dort? Aber wir sind überall richtig, richtig herzlich angenommen worden. Und das war für uns eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, wirklich einen direkten Einblick zu bekommen, weil es sind oft so Fragen gewesen, wo wir eine Klarheit brauchten. Und die haben wir da bekommen, auch in Richtung Sprachunterricht. Wie findet denn der Sprachunterricht statt? Warum ist das denn jetzt so, dass man lieber online sprachbeschult werden möchte und nicht mehr so in Präsenz? Was sind denn überhaupt so die Rahmenparameter? Was ist machbar? Und das war richtig, richtig gut. Wir waren auch bei den Botschaften, die das natürlich auch sehr begrüßt haben, dass wir uns dort vorgestellt haben, dass wir in so einen Austausch gegangen sind, wo jede Seite auch nochmal so ein bisschen, sag ich mal, Punkte ansprechen konnte, die uns einfach besonders aufgefallen sind, weil die den Prozess so schwierig machen. Und dieser Austausch uns tatsächlich auch geholfen hat, einige Dinge zu verändern. Ja, und das zweite Land, was wir bereist haben, das war ja Indien. Da haben ja viele vorher gesagt, ihr wollt dann nach Indien, ja. Es ist ein großartiges Land, eine ganz, ganz herzliche Kultur, die uns da begrüßt hat. Und sämtliche vielleicht alten Bilder, die man so im Kopf hat, die sind komplett weg. Und es ist einfach so gewesen, dass das für uns
uns unwahrscheinlich weitergebracht hat in der Erfahrung und auch in dem Gefühl, das Richtige hier zu machen. Ja, das ist ja auch nochmal was ganz Wichtiges, dass man dahinter steht. Ist es das richtige Land auch, aus dem wir rekrutieren? Und wir haben dort auch zum ersten Mal vor Ort rekrutiert. Das haben wir vorher noch nie gemacht. Wir haben vorher auf den Philippinen haben wir Kandidaten, die wir bereits rekrutiert hatten. Die haben wir da nochmal kurz, bevor sie nachher nach Deutschland gekommen sind, dort nochmal gesprochen. Das war auch sehr nett. Aber oft in Indien haben wir tatsächlich zum allerersten Mal vor Ort rekrutiert. Und das war auch eine ganz besondere Situation für uns gewesen, zu sehen, wie wichtig das den Bewerbern war, dort sich bei uns vorzustellen als Arbeitgeber, was auch ihre Beweggründe waren, nach Deutschland zu kommen. Das ist nochmal, das kommt ganz anders rüber. Also auch dieser erste Moment, wo man sich als Arbeitgeber auch präsentiert für einen potenziellen späteren Mitarbeiter, das ist auch ganz wichtig. Und ja, das waren sehr, sehr gute Eindrücke. Wir haben eine hohe Anzahl an Kandidaten rekrutiert, mehr als wir wollten. Ursprünglich. Und sind mit einem sehr, sehr guten Gefühl nach Deutschland zurückgekommen. Ja. Genau. Und Frau Füssel hat das ja vorhin nochmal, hat ja nochmal den Koffer vorgestellt zum Thema Willkommenskultur und Integration. Und das sind natürlich alles Werkzeuge, derer wir uns bedienen in unserer Integrationsarbeit, aber diese Dinge eben in den Zusammenhang bringen zu können, vor Ort ein tiefes Verständnis entwickeln zu können für die jeweiligen Bedürfnisse, um einen wertschätzenden Anerkennungsprozess gestalten zu können, den haben wir halt eben dort nochmal vertiefen können. Und jetzt könnten wir sozusagen halt eben diese Erkenntnisse sicherlich halt auf viele andere zukünftige Länder, die wir vielleicht besuchen können, runterbrechen, weil es eben immer darum geht, eine Verständnisentwicklung in die verschiedenen Themenbereiche zu entwickeln. Und das Fazit, was Katja Stuschka und ich haben, egal mit welchen Menschen wir auf dieser Welt zu tun haben, egal welcher Herkunft die Menschen sind, die uns hier begegnen. Wir haben gestern gerade 4 verschiedene neue Kandidatinnen hier bei uns im Büro gehabt, die ihren allerersten administrativen Tag hatten. Und sie sind alle aus jeweils 4 unterschiedlichen Herkunftsländern zu uns gekommen. Aber das, was eben alle eint, ist, dass Menschen Bedürfnisse haben, nach Sinnhaftigkeit streben, nach Sicherheit und nach einer Möglichkeit, das Leben zu leben, was sie gerne leben möchten, was ihr Wunsch ist, zu leben. Und das ist eben egal, wo man herkommt. Und Menschen sind Menschen, egal wo auf diesem Planeten. So viel vielleicht erstmal für den Moment. Ja, vielen Dank, Antje und Katja. Dann mache ich mal weiter und teile meine Präsentation hier direkt. So, wenn ich nichts höre, gehe ich davon aus, dass alles funktioniert. Ja, ich möchte Ihnen vorstellen, wie wir den Berufsanerkennungs- und damit auch Integrationsprozess im Rahmen der Anpassungsqualifizierung bei uns am UKE gestalten und wie wir in diesem Zusammenhang mit dem Konzept Inga Pflege arbeiten und welche Erfahrungen und Erkenntnisse wir dabei bisher gewonnen haben. Die Anpassungsqualifizierung am UKE startete 2015 und auch damals schon als ein gefördertes Projekt. Und damals haben wir eben einen Anpassungslehrgang als Weg der Anerkennung für Pflegeberufe entwickelt, der letztlich das formelle Ziel hat, Unterschiede zwischen internationaler Ausbildung bzw. Studium und der jetzt mittlerweile im Pflegeberufegesetz definierten Ausbildung anzugleichen. Und in diesem Zusammenhang haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Dieses Projekt, mit diesem Projekt konnten wir sehr früh lernen, was für eine große Bereicherung die dadurch gewonnenen neuen KollegInnen und die damit einhergehende Internationalisierung natürlich auch und Interkulturalität der Pflege am UKE ist. Und auch das Konzept der APQ als Weg zur Berufsanerkennung hat sich für uns bewährt. Es gäbe ja auch der Kenntnisprüfung, das ist schon angerissen worden heute,
Und mit dieser APQ haben wir einen Weg für uns gefunden, der es erlaubt, eine sehr frühe betriebliche Integration auch zu verorten und hierbei auch immer schon ein Lernen in der Arbeitsumgebung zu ermöglichen und zu begleiten. Und ja, so ein bisschen hatten Katja und Antje das schon angerissen. Seitdem hat sich viel getan im Kontext der internationalen Anwerbung von Pflegefachpersonal. Und wir wissen auch, gesundheitspolitisch gibt es viele Bemühungen, Deutschland als Einwanderungsland attraktiver zu machen. Und uns ist klar, internationale Pflegende haben die freie Wahl quasi bei ihrer Migration. Und Deutschland ist ein ziemlich herausforderndes Ziel, insbesondere aufgrund der Sprache, auch aufgrund unserer Bürokratie und dem großen Zeitinvestment, das da investiert werden muss, bevor man überhaupt nach Deutschland einreisen kann. Und in diesem Zusammenhang möchten natürlich auch wir den Anerkennungsprozess, den wir am UKE bieten, gerne vereinfachen, möglichst beschleunigen und dabei qualitativ hochwertig haben. Und in diesem Zusammenhang pilotieren wir das Konzept Inga Pflege seit 2022 nun. Und im September letzten Jahres startete unsere erste Gruppe, 22 philippinische Pflegefachfrauen und Männer, und ja, haben mit uns diesen herausfordernden Weg der allerersten Gruppe in Inga Pflege betreten und diesen auch erfolgreich im April, meine ich, diesen Jahres abgeschlossen. Und bei dem ist auch schon eine weitere Gruppe gestartet. Ich berichte nochmal zu unserer APQ und den Schwerpunkten und Zielen, die wir dabei für uns setzen. Es geht, wie gesagt, vor allem darum, damit frühzeitig eine Integration am Arbeitsplatz und in die Teams in der Pflege zu ermöglichen. Und wir vermitteln generell viele Inhalte zur Berufsrolle in Deutschland. Es geht um das Pflegeverständnis und auch den pflegerischen Prozess hier am Klinikum, die Tätigkeiten in diesem Kontext. Das ist auf jeden Fall relevant, auch trotz der vielen Arbeitserfahrungen, die die neuen internationalen KollegInnen meistens mitbringen, denn die Arbeit in der Pflege ist in den Herkunftsländern meistens anders organisiert. Das haben wir insbesondere auch auf den Philippinen nochmal erlebt, wo wir auch große Krankenhäuser besuchen konnten und auch nochmal gesehen haben, wie viel mehr ambulante Versorgung dort besteht und wie viel weniger stationäre Aufenthalte beispielsweise. Die sind viel seltener, kürzer. Und in diesem Zusammenhang wurde uns auch nochmal deutlich, dass Basispflege beispielsweise ein Aspekt ist, der dort einfach viel mehr im Privaten stattfindet, durch Angehörige ausgeführt wird, durch pflegerische Hilfskräfte und die Pflegefachpersonen in der Praxis eben andere Tätigkeiten auch ausüben, welche, die hier beispielsweise auch nur von ärztlichem Personal ausgeführt werden. Und daraus ergeben sich natürlich fachliche Schwerpunkte, die wir in der APQ setzen, eben insbesondere in der Vermittlung basispflegerischer Kompetenzen. Und ganz zentral ist natürlich das Erlernen der kommunikativen Anforderungen in der PatientInnenversorgung und auch bezüglich der Fachsprache, die dabei immer mitbedacht wird. Und das ermöglicht auch das Inga-Konzept. Und generell arbeiten wir hier in der APQ mit dem Paradigma, sage ich mal, dass diese Qualifizierung nicht Defizit, sondern eben kompetenzorientiert ist. Wir wollen die Teilnehmenden als die Fachkräfte adressieren, die sie sind, und ihnen im Rahmen der APQ eben eine bestmögliche Anpassung an die Anforderungen des Pflegeberufs hier in Deutschland bieten. Und dabei ist die APQ auch eine Chance auf verschiedenen Ebenen. Zum einen natürlich für uns als Unternehmen die großartige Möglichkeit, neue KollegInnen zu gewinnen, die unsere Pflegeteams hier mit sehr viel Motivation und Fachlichkeit und PatientInnenfürsorge bereichern. Und zum anderen auch natürlich ist die APQ die Chance für internationale Pflegende, hier in Deutschland am UKE eine Karriere und Lebensperspektive aufzubauen, sich fachlich weiterzuentwickeln, sicherlich auch zu spezialisieren nach der APQ, was vielleicht durch die Strukturen und Gesundheitssysteme in den Herkunftsländern nur begrenzt möglich wäre. Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass sie durch die Arbeit hier ein Einkommen generieren, mit dem sie sehr häufig auch ihre Familien in den Herkunftsländern unterstützen. Das ist ein zentrales Motiv
für diese Entscheidung, für diesen Schritt. Ja, und die APQ war und ist und bleibt es sicherlich auch ein ganz wichtiger Motor für uns als Unternehmen für Lernprozesse und für Weiterentwicklung im Kontext einer zunehmenden internationalen Klinik in unseren internationalen Teams und ja, die Internationalisierung im Gesundheitswesen und so auch am UKE wird immer relevanter und die APQ hilft da, sich weiterzuentwickeln. Und das Konzept in der Pflege, Stefanie Fiesel hatte es schon angerissen, verknüpft jetzt eben ganz eng theoretische, praktische und sprachliche Qualifizierungsinhalte. Und wir setzen dieses Konzept um als einen Lehrgang, der über 7,5 Monate geht. Und wir haben vorher mit einem anderen Konzept gearbeitet und mit Inga Pflege haben wir wirklich eine sehr viel intensivere, zeitlich umfangreichere Sprachförderung. Und genau das ermöglicht eben, dass wir nun auch Pflegefachpersonen mit einem Sprachniveau auf B1 die Einreise und den Start der APQ hier ermöglichen können. Damit diese intensive Sprachförderung zeitlich integriert sein kann, haben wir deutlich weniger Zeit in der Praxis, also auf Station, als mit dem alten Konzept. Aber so ist es eben möglich, die Personen mit B1 wirklich vorzubereiten auf die Anforderungen einer Fachsprachprüfung B2 Pflege, die sie dann auch am Ende der APQ neben dem Abschlussgespräch der APQ absolvieren können. Und ich fasse noch einmal ganz kurz die Herausforderungen und Chancen dabei zusammen. Ganz wesentlich ist das geringe Sprachniveau zu Beginn der APQ mit B1. Das ist eine große Herausforderung in den Unterrichten, auf den Stationen, für die Teams, für die Teilnehmenden selbst. Das muss aufgefangen werden, aber genau dafür gibt es eben mehr Sprachunterricht. Wie schon gesagt, das bedeutet weniger Zeit auf den Stationen. Und wir sehen dadurch durchaus im Vergleich zu dem alten Konzept eine gewisse Verlangsamung des, ich sag mal, sozialen Ankommens, also dieses Eintauchen in den Berufsalltag, in den Teamalltag. Das ist ein Prozess, der jetzt ein bisschen länger braucht, als es vorher war, dadurch, dass die Personen immer nur an einzelnen Tagen in der Woche in der Praxis sind. Und eine Herausforderung ist, nicht nur mit Inga Pflege, sondern generell, dass wir damit eine Qualifizierung haben, die ein festgelegter Zeitraum ist. Und Kompetenzentwicklung ist einfach von ganz vielen individuellen Faktoren abhängig und dieser Zeitraum wird da manchmal nicht jeder Person gerecht. Auf der anderen Seite gibt es einfach auch ganz wesentliche Chancen mit der Umsetzung dieses Konzepts. Und auch da nenne ich wieder das geringe Sprachniveau, die Einreise mit B1 zu Beginn der Maßnahme. Antje hatte es schon angerissen und die Erfahrung machen wir auch. Also zum einen ist es für die internationalen Pflegenden sehr attraktiv, dass sie so früher einreisen können, früher den Anerkennungsprozess in Deutschland aufnehmen können. Zum anderen ist damit die Möglichkeit, die Sprache wirklich hier integriert in dem Anpassungslehrgang zu lernen. Und durch diese Verschränkung von Fach, Sprache und Praxis sehen wir auch einen viel tieferen, effektiveren Spracherwerb bei den Teilnehmenden. Wie bereits berichtet, die Realität ist, dass die Personen im Ausland in Online-Kursen Deutsch lernen, in einem Lebenskontext, wo nirgends Deutsch gesprochen wird. Und auch wenn sie dann mit B2 einreisen, der Schock ist dennoch da, hier zum ersten Mal in einem deutschen Klinikalltag mit der deutschen Sprache von MuttersprachlerInnen konfrontiert zu sein. Und wenn die Personen mit B1 einreisen, dann können sie wirklich die deutsche Sprache hier in der vielfältigen Anwendung lernen und dabei auch noch didaktisch begleitet werden. Und das sehen wir als großen Vorteil. Und zuletzt möchte ich mit uns noch unsere zentralen Erfahrungswerte oder Erkenntnisse in diesem Zusammenhang nochmal auflisten im Überblick. Zuvorderst wieder die Sprache genannt. Das ist einfach die Schlüsselkompetenz, die zentrale Herausforderung und auch Anforderung für einen erfolgreichen Anerkennungsprozess und allem, was damit zusammenhängt. Und hier sehen wir es einfach als wirklich wichtig, dass wir als Arbeitgebende, als Unternehmen diesen Spracherwerb unterstützen und das auch unabhängig von einem formellen B2
sondern bedarfsorientiert. Und zum anderen ist auch das Thema Integrations- und Erwartungsmanagement sehr wichtig. Antje und Katja hatten es bereits angesprochen. Integration, das ist nichts, was nebenbei passiert, sondern wirklich Ressourcen braucht, ein Management braucht, Angebote braucht, sowohl auf Seiten der internationalen Pflegenden, aber auch der aufnehmenden Teams. Und in diesem Zusammenhang sprechen wir auch von einem Erwartungsmanagement und das vor allem im Hinblick auf die zeitlichen Erwartungen. Wir haben hier jetzt ein Konzept, mit dem Personen in 7,5 Monaten die formelle Anerkennung erreichen können. Aber es ist ganz wichtig, von Anfang an mit allen, vor allem mit den beteiligten Teams, transparent darüber zu sprechen, dass auch über die APQ hinaus internationale Pflegende Zeit und Unterstützung brauchen, um die Sprache weiterzulernen, um weiterhin anzukommen, sich einzuarbeiten. Und das ist, dieser Prozess ist nach 7,5 Monaten noch nicht abgeschlossen. Genau. Und Kompetenzentwicklung ist ganz individuell und von so vielen Faktoren abhängig. Und ein ganz wichtiger Faktor ist dabei, dass ja, das Wohlfühlen, das Gefühl von Sicherheit, das Gefühl, gebraucht und gewertschätzt zu werden und sich im Team in dieser Form auch gut aufgehoben zu fühlen. Und ja, wenn das stimmt, dann zeigen die neuen KollegInnen meistens sehr schnell, was sie können. Und dafür muss aber manchmal auch einfach die Chemie stimmen. Und andersherum, manchmal stimmt sie auch einfach nicht. Und dann muss man auch schauen, was Schritte sind. Und letztlich möchte ich auch noch erwähnen, was wichtig ist, ist die Einbeziehung der Perspektive der internationalen Pflegenden. Wir sind hier so viele Personen, die beteiligt sind an diesem Anerkennungsprozess und alle geben ihr Bestes und meinen es am besten zu wissen, aber wir müssen uns auch selber immer wieder daran erinnern, ganz wesentlich und wertvoll ist, die internationalen Pflegenden mit einzubeziehen, zu fragen, was sie brauchen, um bei diesen Herausforderungen, denen sie hier begegnen, unterstützt zu werden. Und ja, ich danke für die Aufmerksamkeit, beende meine Präsentation und gebe weiter an Marc. Ja, super, dann starte ich mal. Chaka. Ihr seht alles, ne? Okay. Gut, ich stelle mich mal ganz kurz vor. Mein Name ist Marc Henk. Ich bin seit 2020 hier im UKE auf der Neurologie 4D. Bin seit 2021 auch stellvertretende Stationsleitung. Und seit einem Jahr bin ich auch hauptsächlich für unsere internationalen Pflegenden und unsere APQlerinnen zuständig und auch der direkte Ansprechpartner. Und ich möchte Ihnen einmal einen kleinen Blick hinter die Kulissen bieten. Und momentan sind wir insgesamt 25 Kolleginnen auf unserer Station. Und davon haben wir 9 Kolleginnen, die ehemals ihre APQ gemacht haben, auch auf unserer Station, die wir dann auch glücklicherweise behalten konnten. Dann haben wir aktuell 4 APQlerInnen, die bei uns noch ihre Anpassungsqualifizierung machen. Eine davon kann auauch bei uns bleiben. Und 2 von denen, darüber habe ich heute auch noch mal diskutiert, 2 von den APQlerinnen, die jetzt auf unserer Station sind, die wurden uns tatsächlich auch von anderen Stationen wieder zurückgegeben, weil es dort nicht so gut lief, weil es Probleme gab, weil die APQlerinnen in der Form nicht zurechtkam. Und die haben wir dann übernommen und auch letztendlich erfolgreich auf unserer Station integrieren können. So, es fängt damit an. Was passiert eigentlich im Vorfeld auf unserer Station? Es geht damit los, dass wir untereinander Steckbriefe austauschen. Ganz klassisch. Wir schreiben über unser Team, wir fotografieren unser Team, wir schicken Fotos zu der APQlerin oder zu dem APQler, sodass er schon mal so einen kleinen Einblick bekommt, wie wir aussehen, was unsere Lieblingsbeschäftigungen sind, was wir am liebsten essen und so weiter. Diese typischen Steckbriefe, die man noch so aus der Schule kennt. Dann händigen wir diese Steckbriefe aus an die APQlerin oder die neue, den neuen Kollegen. Er im Gegensatz schickt uns auch einen Steckbrief und dieser Steckbrief, der wird dann auch bei uns an die Info, ans Infoboard gehängt,
jeder kann sich darüber informieren. Und wir stellen auch die neue Kollegin oder den Kollegen bei der MAB, also Mitarbeiterbesprechung, vor, sodass jeder schon mal so ein kleines Gefühl dafür bekommt, um welche Person es sich überhaupt handelt. Dann werden die Dienstpläne aktualisiert und die Praxisanleitungen, die Besuche werden schon mal im Vorfeld geplant. Dann hinter den Kulissen aus der Sicht eines internationalen Pflegenden oder einer Pflegenden. Viele fragen sich natürlich, was erwartet mich eigentlich? Kann ich den Erwartungen standhalten? Also es ist nicht nur die Vorfreude, die vorhanden ist, sondern auch die Ängste und die Sorgen. Was erwartet mich eigentlich? Also es ist alles neu. Die Sprache ist neu, das Land ist neu, die Kultur, das Arbeitsumfeld und das Hamburger Schiedwetter. So wie heute. Und wie wird es meiner Familie ergehen? Zur Familie muss ich sagen, ich habe tatsächlich Situationen erlebt als Stationsleitung oder als Mentor, in denen mir Apikulerinnen sagten, ja, da ist ja tatsächlich noch jemand, der auf den Philippinen quasi zurückgeblieben ist. Das sind auch teilweise Kinder, die noch auf den Philippinen leben und die dann auch mit nach Hamburg zuziehen sollen. Und da war ich in dem Moment erstmal geplättet, weil es ist eigentlich unvorstellbar, dass eine Mutter oder ein Vater sein Kind dann erstmal beispielsweise auf den Philippinen lässt, um dann zu uns zu kommen und die APQ zu machen. Aus der Sicht des Teams fragt man sich natürlich, okay, mit wem haben wir es zu tun? Wer kommt da? Wer wird auf unsere Station kommen? Wer wird in unser Team kommen? Und wie sind die pflegerischen Kenntnisse? Die sind ja variabel, die sind immer unterschiedlich. Der eine kann schon mehr, der andere weniger, der andere hat Berührungsängste, die andere Kollegin ist schon weit fortgeschritten. Auch die Frage, wie wird sich diese neue Kollegin oder der Kollege in das Team integrieren lassen? Und wird sie oder er eine große Hilfe sein oder eine weniger große Hilfe? Das sind einfach Fragen, die man sich im Vorfeld schon doch den einen oder anderen Tag mal stellt. Der erste Tag auf der Station ist das große Kennenlernen. Ich mache das mittlerweile so, dass es komplett stressfrei verläuft und das UKE nochmal gezeigt wird. Unsere Station, jeder Raum, jeder Kollege, alle werden vorgestellt. Die Ärzteteams, unsere Therapeutinnen zum Beispiel, alle interdisziplinäre Teams werden vorgestellt. Ich führe unsere ApikulerInnen dann durchs Haus. Es wird der Patientenboulevard gezeigt. Alles, was wichtig ist für den ersten Tag, weil ich auch vermeiden möchte, dass es sofort in die Pflege geht, dass jemand sofort in die Pflege reingeschubst wird. Und auch wichtig natürlich das obligatorische Freischalten der Dokumentation, der Messgeräte und so weiter. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass unsere Apikulerinnen gleich von Anfang merken, okay, ich werde hier erwartet. Ich bin nicht einfach nur überraschend irgendwie auf die Station gekommen, sondern es ist schon ein Spind für mich vorbereitet oder auch eine Schublade, wo ich meine Dokumente reinschieben kann. Das ist besonders wichtig. Dann geht es los. Die weiteren Tage, da finden dann die behutsamen Kontakte mit den ersten Patientinnen statt. Und da merke ich auch oder beobachte ich auch unsere Apikulerin und merke eigentlich sofort, welche Fähigkeiten da bestehen. Ob es vielleicht auch Kontaktängste gibt zu Patientinnen und Patienten. Und das ist in der Tat so, dass einige ganz, ganz frei sind und ganz kontaktfreudig. Und andere haben auch Berührungsängste. Bei denen merkt man ganz genau, okay, dieser Kontakt zu Patienten, also einen Patienten zum Beispiel zu versorgen, eine Grundpflege zu machen, die sind eigentlich noch kaum da. Und es geht ja letztendlich darum, bei der APQ ein gewisses Pflegeverständnis, also unser Pflegeverständnis zu erlernen, das wir haben. Und auch das Sprachverständnis, die Sprachkenntnisse dabei zu erlernen. Dabei gibt es natürlich Hürden und Herausforderungen. Wie es jetzt auch schon ein paar Mal genannt wurde, ist es ganz klar die Sprache, also eine Sprachbarriere. Und meiner Meinung nach ist das, man kann es eigentlich nicht ganz klar oder ganz eindeutig sagen, was jetzt besser ist. Ob B1 besser ist oder B2 besser. Natürlich auf dem Blatt Papier ist B2 besser, ganz klar.
Aber ich habe auch schon Kolleginnen und Kollegen erlebt, die mit B1 viel besser waren als die Kolleginnen, die dann mit B2 kamen. Es ist ganz individuell. Die einen lernen langsamer, die anderen schneller. Und diese Erkenntnis hat man dann eigentlich erst in den ersten Tagen oder in den ersten Wochen, wie die Sprache sich entwickelt. Es kommen manchmal auch Kolleginnen zu uns, die einfach eine ganz schlechte Sprache haben, bei denen ich dann merke, meine Güte, die entwickeln sich von Tag zu Tag so schnell, weil sie ein Talent dafür haben. Und das mit dem unterschiedlichen Pflegeverständnis habe ich schon erzählt, mit dem Kontakt zu den Patienten. Dann sind einige sehr zurückhaltend, sehr schüchternd, sehr leise. Und da muss man als Praxisanleiter auch immer wieder darauf eingehen und sagen, okay, du darfst schon etwas lauter sprechen. Du darfst, sei offen, ne? Sei frei, begrüße die Patientin mit einem freudigen, knackigen guten Morgen oder Moin Moin. Das gehört auch dazu, so ein bisschen die Kolleginnen und Kollegen aus der Reserve zu locken. Bei vielen ist es natürlich auch eine Eigenart, einfach ein bisschen zurückhaltend zu sein. Und das gehört auch zu unserer Arbeit, tagtäglich so ein bisschen daran zu arbeiten, die Kommunikation zu pflegen, zu entwickeln, zu vergrößern. Das mit dem Kind in der Heimat hatte ich eben auch schon erzählt. Dann, was für uns manchmal immer eine kleine Herausforderung ist, ist die Organisation der ganzen Anleitung und Praxisbesuche. Wie Leandra Balke eben schon erwähnte, ist es manchmal ein bisschen schwierig, dass wir unsere Apikulerinnen auf der Station so wenig sehen, also jetzt auch gerade mit der Inga. Und ja, da muss man immer schauen, dass man das unter einen Hut bekommt. Dann dieses Gefühl, und das ist mir auch ganz wichtig, dass ja unsere Kolleginnen einen ganz, ganz weiten Weg und ganz, ganz weiten Prozess auf sich nehmen. Dieses Gefühl, dass alle auf unsere Apikulerin schauen. Also man muss sich das vorstellen, man kommt in ein neues Land, ist fremd, alles ist fremd und man muss dort nun, man muss abliefern irgendwie. Man hat das Gefühl, okay, ich muss das jetzt zeigen und man wird natürlich auch beäugt. Alle schauen mehr und ich bin auch der Meinung, dass bei unseren Apikulerinnen schon mehr drauf geschaut wird, als zum Beispiel bei einer Schülerin, die hier im UKE angefangen hat. Das ist es jedenfalls von Erfahrungswert und das habe ich immer wieder beobachtet, dass man bei den Apikulerinnen doch irgendwie ein bisschen mehr schaut und das fällt natürlich auch den Apikulerinnen auf, ganz klar. Das geht nicht so einfach nur nebenbei daher. Dann gibt es noch eine Eigenart unserer jetzt momentan meist philippinischen international Pflegenden, dass sie, also ich nenne das jetzt, einen Angst vorm Nein haben. Also sie sagen sehr oft ja, gehen sofort, wenn es klingelt, zur Klingel und opfern sich so auf. Und das ist auch wieder unsere Aufgabe, dann zu sagen, du musst auch mal Nein sagen. Also mach nicht alles, sag Nein und sag, du bist jetzt anders beschäftigt, und du kannst jetzt nicht. Das ist aber auch ein Merkmal der Kultur, dass die philippinischen Kolleginnen oftmals eine Angst vorm Nein haben, also beziehungsweise immer sehr, sehr schnell dabei sind, Ja zu sagen. Auch wenn es darum geht, das Ausfallmanagement zu machen, wenn man unsere philippinischen Kolleginnen fragt, da ist oftmals viel mehr ein Ja zu hören. Ja klar, ich springe ein, kein Problem, als bei unseren nationalen Pflegekräften. Dann beim Abschluss der APQ ist es oftmals so, dass wir ja nicht sofort am Ende sind. Also für mich ist das vergleichbar mit dem Führerschein. Man macht seinen Führerschein und kann aber noch nicht Auto fahren. Also dann wird man quasi in die Freiheit entlassen, in den Straßenverkehr, darf das erstmal alleine fahren. Und dann erst über eine längere Zeit, über Monate und Jahre, entwickelt man sein gutes Fahren im Straßenverkehr. Und genauso ist das in der APQ. Das heißt, die APQlerinnen, die sind noch nicht komplett fertig, sondern erlernen die Sprache, ihre Tätigkeit, den Umgang mit Routine Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und das kommuniziere ich halt dem Team. Und so, dass man nicht diese Erwartungshaltung hat, die sind jetzt fertig, dann müssen sie auch genau das Gleiche machen, wie ich es mache. Und da kann es teilweise zu kleinen Problemen kommen, wenn eine Apikulerin, die gerade fertig ist,
mal nicht ans Telefon geht oder intensive Arztgespräche führt. Da muss man ein bisschen intervenieren, da muss man immer dabei bleiben. Einige fühlen sich vielleicht doch nicht, was habe ich jetzt gemacht, Monisch? Einige fühlen sich vielleicht doch nicht so angekommen, aber da führt man Gespräche, das kriegt man auch ganz gut hin. Und noch ein letztes Beispiel, Angst vor Konsequenzen. Eine Kollegin, jetzt ganz aktuell, die hat Corona, die kann nicht zur Arbeit kommen und sie entschuldigt sich ganz, ganz oft bei mir und sagt, tut mir leid für meine Abwesenheit, für die Unannehmlichkeit und so weiter. Und dann habe ich kann dir dazu einfach nur sagen, mach dir keine Gedanken, mach dir keine Sorgen, du bist krank. Das kriegen wir alles hin, keine Sorge. So, dann genau, Praxiserfahrung. Noch meine Ratschläge dazu für Interessierte. Sicherheit und Stärkung durch Kommunikation. Kommunikation ist bei uns das A und O. Man muss einfach mit seinen kleinen Antennen über die Station laufen und schauen, wie sich es entwickelt. Und auch, das hat Leandro Balke eben auch gesagt, den Kolleginnen, also den Apikulerinnen, einfach Sicherheit bieten. Einfach auch immer da zu sein als Kontaktperson und einfach die Augen aufhalten, was läuft da auf der Station und gibt es irgendwie vielleicht Probleme. Die Vorstellung der Integration, das habe ich eben auch schon mal erwähnt, dass wir Interesse zeigen, dass wir da sind für die Apikulerin und dass wir auch zeigen, dass sie uns sehr, sehr wichtig sind. Also, dass wir uns freuen, dass sie da sind, dass sie uns wichtig sind. Und dass wir sie integrieren, dass sie gehören zum Team, gar keine Frage. Anfänglich, ich mache noch mal einen kleinen Haken, anfänglich habe ich das immer miterlebt, dass Kolleginnen, international Pflegende, sich auf die Heizung gesetzt haben, während wir am Tisch saßen. Das habe ich bei vielen miterlebt, dass sie sich vielleicht so gefühlt haben, ich fühle mich noch nicht, ich bin noch gar nicht dabei. Da muss man sofort, die Kolleginnen muss man sofort ins Boot holen und sagen, komm, setz dich mit an den Tisch, du gehörst zu uns, wir sind ein großes Team. Egal woher, wie lange. Und genau, Alltag vorbereiten. Genau, das ist noch eine Sache, die auch zum ganzen Prozess der APQ gehört, meiner Meinung nach. Es ist nicht immer nur Pflege im Zimmer, am Bett oder medizinische Versorgung, sondern auch die Alltagsszenarien durchzuführen. Auf den Alltag vorbereiten, Telefonate führen, Übergaben machen, mit den Ärzten sprechen, Angehörigengesprächen führen und die Geduld haben, die Zeit geben. Zeit geben, Zeit, Zeit, Zeit. Mehr kann man eigentlich gar nicht machen. So, mit Geduld und Spucke fängt man eine Mucke. Das ist so ein typisches Hamburger Sprichwort, das ich von so vielen älteren Damen schon gehört habe. Es klappt natürlich nicht bei jedem Kollegen oder bei jeder Kollegin reibungslos. Es gibt auch Rückschläge. Es gibt auch Kolleginnen oder Kollegen, wo man einfach keinen Prozess, keine Entwicklung sieht. Das muss man aber immer ganz individuell abklären und auch mit der ABK, also mit den Praxisanleiterinnen der ABK dann besprechen, wie man weiter vorgeht. Und bei Schwierigkeiten muss man halt auch sich selbst anpassen. Also ich muss mich halt auch an die Umstände anpassen, ich muss validieren, ich muss mich fragen, was kann ich denn vielleicht noch besser machen als Anleiter, als Stationsleitung, um das miteinander zu optimieren. Dann einfach auch mehrere Chancen aufweisen. Nicht sofort beim ersten Mal sagen, so, du bist durchgefallen, du kannst es nicht oder deine Sprache entwickelt sich nicht. Das ist das, wofür wir uns verpflichtet haben hier auf der Portalstation, dass wir unseren Apikulerinnen einfach die Plattform bieten, sie zu unterstützen in jeder Form. Und nicht sofort dicht machen und sagen, so, es gibt keine Weiterentwicklung. Und wir sehen ganz klar unsere international Pflegenden als Zukunft. Und dann Sie sehen dieses kleine grüne Männchen jetzt in dieser großen Gruppe, was sich jetzt die ganze Zeit unten am Bildschirm immer weiter dem Team genähert hat, ist dann integriert in unserem Team. Und dann heißt der Satz nicht mehr, mit Geduld und Spucke fängt man eine Mucke, sondern eine super Pflegefachkraft. Das war's von mir. Vielen Dank.